Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fidelity. Heute, 6.05.2023, findet das Event Visions of Sound bei uns statt. Wir haben 48 Plätze vergeben können. 48 Plätze wurden gebucht. Es wurde sogar übergebucht. Wir mussten tatsächlich, leider muss man sagen, auch Leuten absagen, weil das Kino nur maximal 6 Leute fasst. Also für uns vorab schon mal ein toller Erfolg, muss ich sagen. Ganz, ganz großartig. Herzlichen Dank. Deswegen halte ich es auch in der Hand. Visions of Sounds, nämlich Christoph Diekmann, der dieses Event praktisch moderiert. Das macht er wirklich tadellos. Wenn ihr mal Lust habt beim nächsten Event, kommt unbedingt mal dazu. Es ist wirklich ein Erlebnis. Immersives Hören, in dem Fall ja mit Musik. Es geht nicht darum, den Film immersiv zu hören oder in dem Fall praktisch Auro 3D beziehungsweise auch in Atmos, sondern es geht darum, Musik einmal so zu erleben und es ist ein wirkliches Erlebnis. Was ich auch schon mal sagen kann, ist, wenn das nächste Event stattfindet, das wird ungefähr im September sein, wird das, darf ich sicher sagen, ein neues Kino bei uns Einzug gehalten haben. Wir werden ab nächster Woche, sprich 8.5. fangen wir an, das jetzige Kino praktisch auszubauen, ein neues Kino einzubauen. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Also ich tue es wirklich extrem sogar. Ich habe das Kino schon hören dürfen an anderer Stelle und war absolut begeistert. Aber dazu mehr, da wird es einen eigenen Film geben, selbstverständlich. Aber heute, wie gesagt, ihr seht es im Hintergrund, es geht zwar hier jetzt ein bisschen um Film, bei uns heute geht es aber aktuell praktisch um Musik. Was ich an dieser Stelle gerne mal loswerden möchte, ist, dass wir uns herzlich bedanken, JVC, bei JVC, auch bei KEF oder GP Akustik ist in dem Fall, bei Monitor Audio Deutschland, die alle etwas zu diesem Event beigesteuert haben. Das finden wir großartig. Wir konnten ein kleines Catering zum Beispiel jetzt hier auch mal auffahren lassen. Das finde ich irgendwie ganz angenehm, wenn ihr kommt, dass ihr einen Kaffee habt oder auch ein Bierchen oder was auch immer ihr möchtet, aber auch einen kleinen Happen zu essen, finde ich persönlich natürlich ganz toll. Was wir gleich machen werden und wollen, ist natürlich, wir werden mal 2, 3 Leute interviewen. Mal gucken, was die so sagen. Ich hoffe natürlich äußerst Positives und dass ihr natürlich auch seht, was hier passiert. Lukas wird auch noch mal ein bisschen rumfilmen, denn was machen wir heute? Wir machen nicht nur das immersive Hören. Wir haben uns gedacht, dass die Gäste, die wir begrüßen dürfen heute oder Kunden, die wir begrüßen dürfen, auch gleichzeitig noch ein bisschen mehr erleben als nur das immersive Hören. Das allein wäre schon genug. Aber wir haben eben auch noch Aktivlautsprecher von KEF aufgebaut, die vorgeführt werden. Auch von KEF selbst. Martin Dombrowski ist bei uns. Wir haben Monitor Audio aufgebaut mit der Gold-Serie als Beispiel in 1, 2 Studios, wo auch vorgeführt wird. Da ist Marcel Pannes, der ist praktisch der Distributor in Deutschland für Monitor Audio, auch heute hier. Und da sind wir auch sehr dankbar für. Also bleibt dran, wir haben spannende Sachen mit euch vor. Viel Spaß dabei. Zuerst mal hallo. Hi, schön, dass du da bist. Ja, finde ich danke. Richtig klasse. Ja. Wie war es denn? Ich fange mal anders an. Wie war es denn? Du warst eben gerade drin. Sehr interessant. Ich habe ja nun mir einen neuen Verstecker zugelegt auch, ja. Ne? Und eben halt auch mit Atmos. Und bin natürlich gespannt eben halt auf 3D-Sound Atmos. Absolut. Ne? Wie das eben drüber klingt. Ich mache seit 25 Jahren, höre ich schon Dolby Digital, habe früher Stereo gehört, wie das so üblich war. Halt, genau, ne? Als ging auch nichts anderes damals. Genau. Ne? Und er hat sich dann halt einfach immer weiterentwickelt. Ja, ne? Von Dolby Surround auf Dolby Digital. Genau, und, richtig. Ne? Von der VHS-Kassette zur DVD und jetzt sind wir bei Blu-ray und mit HD4 und hast dich gesehen und so weiter. Also K4. Aber du machst es schon lange. Genau. Hast du Musik vorher auch schon mal gehört? Das immersive Hören heute ging ja um Musik hören tatsächlich in Mehrkanaltechnik mit Atmos. Es ist so, es gibt ja einige Musikgeschichten, also CD, Audio-CD, genau, diese Audio-CD habe auch 2 Player, die eben halt das können. Ja. Ich habe immer mich gesträubt, entweder normale Stereo-Musik halt, konnte man früher auch schon ein bisschen mixen, dass man eben Surround-Sound hatte. Ja. Ne? Aber davon habe ich nichts gehalten. Ich habe lieber den Stereo gehört. Ja. Ne? Wenn das wirklich Surround-Sound ist, dann ist es Surround-Sound. Ja. Ne? Dann ist auch andere. So aufgenommen. Und deswegen jetzt mit diesem Dolby Atmos ist das fantastisch. Hammer, ne? Ja, ist echt, der Sound, wenn der von oben kommt, ne, das ist schon echt irre. Also du bist begeistert. Ja, ich bin,
zumindest total begeistert. Ich finde ja auch, dass die Filme einfach viel zu wenig Wert drauf gelegt werden. Ja. Ne? Das ist, über Jahre hinweg wird das immer schlechter. Die Qualität, 4K, ne? Bild wird super. Ne? Meinst du Netflix oder so? Spielst du auf Streaming an? Oder was Streaming, meinst du jetzt mit schlechter? Was schlechter, die normale Blu-ray zum Beispiel. Ah, okay. Ne? Okay. Oder, da siehst du die Entwicklung. Ja, genau. Das ist immer wieder, also es war schon vorher bei der DVD gewesen. Ja. Da waren einige, die wirklich gut abgemixt sind. Ja, und die neueren sind teilweise gut, teilweise schlecht, auch in Atmos. Ne? Ja. Ich habe jetzt hier in 4K gesehen, Ready Player One, ne? Ja. Wirklich super Hammerfilm, gut. Ne? Der Film ist ja mal super gut. Ja. Auch der Sound, was gemacht wird. Und das ist das, was mich begeistert. Ja. Und deswegen mache ich das ja schon, wie gesagt, 25 Jahre. Surround Sound. Hast du ein Kino zu Hause, richtig? Oder ich habe Wohnzimmer. Wohnzimmer, Wohnzimmer. Nee, ist und ich habe auch mit Leinwand und Beamer. Oh, ja. Ne? Aber alles ganz spartanisch. Ne? Wie auch immer. Nichts. Und da haben früher die Kinder haben schon im Endeffekt Kindergeburtstag, da waren die 5 und 6, haben den Kindergeburtstag. Leinwand, alles abgedunkelt. Ne? Super gut. Anderthalb Stunden bespaßt. Ruhe. Das kennen wir. Und das ist das ja auch. Selbst meine Jungs sind auch so begeistert auch vom Sound. Ja. Die hören auch, der Kleine hört auch super Sound, der hört eben halt auch, wie gesagt, auch über Tidal oder auch diese Fleck-Geschichte, wo eben halt relativ wenig komprimiert ist. Das ist toll, dass du das erwähnst, ne? Weil die Jugend, wenn ich das mal so sagen darf, unsere Kinder, wir sind ungefähr ein bisschen Tick älter als ich, aber letztendlich nur ein Tick, die Kinder tatsächlich heute mit ihren MP3 und mal eben Handy anmachen, auf den Tisch legen, wo du denkst, das ist grausam, das hört sich schrecklich an. Und wenn man sie dann ranführt, so wie du das getan hast, und ich habe das natürlich bei mir auch getan, ist das schon mal ganz toll, weil sie einen Aha-Effekt haben, die Jugend, und sagen, oh, warte mal, das kann so klingen, das ist doch unglaublich, hätte ich nie gewusst. Aber ich denke einfach, das ist die Erziehung. Ich habe ein Wohnmobil gehabt, ne? Also ein großes Concorde-Wohnmobil, da habe ich eine kleine Teufelanlage eingebaut mit 5.1 Sound. Ne? Und ich weiß, du kennst bestimmt Italian Job, wo denn der Tresor oben einmal komplett durchgeht. Ja, da denkst du im Endeffekt, der rauscht den durch. Und das ist das, was ich immer sage. Und die Kinder haben natürlich das auch gelernt. Ne? Die kennen das von zu Hause aus, ne? Und sind genauso auch wollen das auch so, ne? Genau. Der Große hat eben auch eine Soundanlage zu Hause. Ja. Ne? Und einen guten Fernseher. Ja. Das ist, und der andere auch. Ne? Der hat dann die Alte etwas aussortierte. Ne? Und, ne? Sie wollen es haben. Und das ist klasse. Hören das auch. Ne? Auch also, die Musik als solches, ne? Was man früher selber gehört hat, ne? Hören die auch. Ne? Du wirst jetzt zu jedem Event eingeladen, ich stehe 100% fest. Und ich danke dir, das war klasse, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich bin auch begeistert. Ich finde auch euer Laden hier echt super gut. Also, toll, Andreas, schön, dass du da bist. Hallo. Vielen Dank für deinen Besuch erstmal. Und toll, dass du dir kurz die Zeit nimmst, dass wir hier vor der Kamera stehen. Das ist immer so eine ungewöhnliche Situation für dich. Ich stand jetzt schon so, keine Ahnung, 200-300 Mal vor der Kamera, aber mir geht es einigermaßen. Vielen Dank erstmal, dass du mitmachst jetzt hier gerade. Wie bist du darauf gekommen überhaupt, das immersive Hören? Würde mich jetzt mal interessieren einfach. Wie bist du darauf gestoßen? Bei mir hat natürlich schon vor Jahren angefangen. Ja. Schon 90er, Jugendliche. 90er. Lautsprecher selber bauen. Ja. Irgendwann kam dann so die erste 5.1. Ja. Da damit angefangen. Okay. Und irgendwann wird das dann immer größer, immer größer. Ne? Jetzt auch großes Setup und eure Videos, ne? Und da bin ich dann drauf gekommen. Ah, okay. Also das Video war bei dir so, dass richtig, wir mit diesem Vorspann, da haben wir ja ein bisschen, richtig, das Wort ist jetzt ein bisschen blöd, ein bisschen penetriert. Genau. Wir wollten ja natürlich auch unbedingt, wir haben 48 Plätze gehabt, 48 Plätze wurden auch vergeben und das war uns auch wichtig, ne? Dass das Event auch natürlich erfolgreich wird sozusagen. Also du bist durch YouTube drauf gekommen. Richtig. Weil wir auch ein bisschen Newsletter gemacht hatten, Instagram hatten wir, glaube ich, noch gemacht, also einige andere auch, Sachen. Ja. Aber das erste war YouTube. Genau. Du warst jetzt ja im ersten Timeslot sozusagen drin. Richtig. Genau, und so konntest du was für dich mitnehmen, dass du sagst, okay, du hast das, weil es geht um Musik hören jetzt praktisch, ja? Es ging ja nicht um Film. Nicht um Film. Ich denke, du kommst ja so ein bisschen aus dem Filmbereich eher. Beides sogar. Okay. Deswegen auch heute hier, wegen Musik, genau. Okay, perfekt. Weil ich bin schon länger in das Thema, versuche ich reinzurutschen, weil auch noch mehr auf den Markt kommt, dieses kommt ja auch. 3D-Musikerlebnis. Ja, ne? Das macht Christoph natürlich du hast einen Prospekt auch dabei, habe ich schon gesehen, eben gerade, nimm den unbedingt mit, weil da kommen die ganzen Neuerscheinungen oder sehr viel zumindest über ihn. Ja. Deswegen ganz interessant. Und wie fandst du es jetzt? Hast du ein bisschen was mitnehmen können oder so, dass du sagst, ja, man konnte was hören? Ja, so, na klar, das Konzert, da sagt man, Mensch, das fehlt noch eine Sammlung. Mhm. Und sammelt auch so diese pur Audio-CDs, Blu-rays, weil halt nicht so viel auf dem Markt gibst. Mhm. Versucht man immer gleich so der Erste zu sein, der die Scheibe hat. Ne? Ja, logisch. Weil man weiß ja nicht, früher war es ja auch so, ne? Dann nachher gibt das nicht mehr. Ja. Das kann ich noch von Limited Edition. Richtig, so genau. Depeche Mode und manche, die auch so, die gab es in Rot und Gelb und Weiß und sonst, das muss man unbedingt haben, kenne ich auch. Kraftwerk und sowas. Genau. Und dann gibt das nicht mehr. Genau.
Du hast zu Hause jetzt aber bei dir, hast du schon Atmos-Lautsprecher? Dass ja, du so schon fahr, genau, du bist jetzt das, nicht ganz jungfräulich da reingegangen. Nein. Aha, alles klar. Da bin ich ja vor, ich weiß gar nicht, wann habt ihr aufgemacht? Vor sieben Jahren. Da also war aufgemacht ich, hier. Ich war, glaube ich, nach zwei Wochen das erste Mal hier. Warst du hier? Genau, wegen Dolby Atmos-Lautsprecher. Ne, da okay. habe ich angefangen. Ich war so einer fast wo der ersten mit große Vor-Endstufe-Kombination Atmos. Cool. Super. Und dann Haus gleich gekauft und dann umgebaut. Ne? Oh. Das ist toll, richtig, wenn kann, richtig, das genau, richtig optimiert. Und du hast ein Kino auch. Praktisch zu Hause. Richtig, ja, genau. Toll. Ja. Super. Ja, ich würde sagen, vielen Dank erstmal, dass du den Mut hattest, hier vor der Kamera mitzustehen. Bedanke mich auch. Ja, schönen Tag. Sehr gerne auf jeden Fall. Alles klar, dann mach's gut. Ne? Mach's gut. Ciao, tschüss. Und weiter geht's. Timo. Ja, das war nett, als du vorhin sagtest, dich kenne ich schon seit Monaten und Jahren. Genau. Ich glaube aber, dass ich dich noch nicht gesehen hatte. Kann das sein? Oder haben nee, wir hatten mal Kontakt. Ich habe mal eine Mail geschrieben, du hast geantwortet. Gut, aber das Gesicht vor Augen habe ich jetzt erst. Das erste Mal. Genau, klar. Schön, dass du da bist. Und sag mal, Timo, wie war's? Du bist mit deiner Frau da. Ich habe deine Frau übrigens gefragt, eben, ob sie vor die Kamera wollte. Ich habe auch gesagt, dass ich das sagen werde. Und nein, ich traue mich nicht. Finde ich völlig in Ordnung. Ich hätte mich natürlich gefreut, auch eine Frau hier begrüßen zu dürfen. Mhm. Aber deine Frau hört auf jeden Fall mit, offensichtlich, was Immersives Hören oder Dolby Surround. Habt ihr das zu Hause? Dann stelle ich die Frage doch mal zuerst. Ja. Oder hört ihr Zweikanaltechnik oder hört ihr Mehrkanaltechnik heute schon? Kommt drauf an. Wir hören viele Sachen in Stereo. Natürlich vor allem die Sachen, die hauptsächlich in Stereo aufgenommen sind. Macht Sinn. Aber klar, Heimkino, großer Beamer, Leinwand, 5.1.2 System, alles super und Filme machen natürlich richtig Spaß, aber auch Konzert-DVDs. Also Konzerte höre ich sehr gerne in 5.1. Ah, du machst das auch schon? Ich mache das schon und tue das gerne und wollte eben gucken, wie es geht noch. Ja. Was ändert sich mit Atmos, was kommt von oben, was kann man machen, was kann man optimieren. Möchte auch gerne was verändern und die Gelegenheit jetzt für die Einladung Visions of Sound fand ich super. Toll. Und war echt eine Gelegenheit, euch kennenzulernen und mal vorbeizukommen. Genau. Fand ich super Veranstaltung. Danke. Ja. Also hat dir auch gefallen, dass wir sie hören. So, genau. Ja, ist ja toll. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Timo hat alles vorweggenommen. Dann würde ich sagen, Timo, schön, dass du da warst mit deiner Frau. Genau. Vielen Dank. Und wir werden das wieder machen. Wir werden demnächst, ich spoilere mal ein bisschen, wir werden das Kino noch einmal grundsätzlich verändern. Mhm. Das wird im Herbst der Fall sein, dann wird es fertig sein. Dann machen wir wieder einen Visions of Sounds. Ich lade dich heute schon mal ein. Danke. Komm auf jeden Fall, weil das Kino ist wirklich, es ist auch das, was heute war, ist sehr, sehr amtlich, was ihr womit ihr hören konntet. Mhm. Das andere ist noch etwas kino-cineastischer, das wirst du dann auch hören. Okay. Und wie gesagt, geht los. Schön, dass du da warst. Ja, danke euch. Ja, ich komme gerne wieder. Danke schön. Vielen Dank. So, dann legen wir los. Thorsten. Ja. Hallo. Schön, hallo. Dass du da bist. Genau. Nett, wieder hier zu sein. Ja, finde ich klasse. Ja. Finde ich großartig. Ja. Wie war es, Mann? Erzähl mal. Ja, ich war ziemlich tief beeindruckt, weil ich ja eigentlich ein klassischer Stereo-Hörer bin. Ja. Und aber früher auch viel Musik, DVDs, Blu-rays gehört habe. Und das doch schon beeindruckend ist, was da so an Klangfülle inzwischen produziert wird. Ja. Und vielleicht mal drüber nachdenken, nochmal vielleicht einen AV-Receiver dazu zu stellen, um für sowas dann ein bisschen mehr Klangqualität ganz bei Konzerten rauszuholen. Ganz spannend. Ja. Weil man denkt immer so, zwei Ohren, ist klar, dann höre ich Stereo, ist logisch irgendwo auch. Absolut, will ich auch gar nicht anders darstellen, aber wenn du zum Beispiel live jetzt mal eine Elfie bist oder sowas, oder bist jetzt mal Berliner Philharmonie zum Beispiel in Berlin, dann hast du einen Raumklang. Dann hast du nicht nur das Gefühl, aha, zwei Ohren und da vorne kommt die Musik her, sondern du kriegst es ja im gesamten Raum mit. Und das versuchen wir ja mit den immersiven Hören oder beziehungsweise mit dem Event, was heute stattfindet, eben halt genau dem Kunden dir sozusagen mal zu zeigen, guck mal, wie Raum, was du selber sagst, wie erfüllt der Raum ist mit Musik, mit Mehrkanaltechnik, obwohl es ja eigentlich Zweikanaltechnik wäre, wenn man es genau betrachtet. Deswegen ganz spannend. Also du fandest es ganz gut? Ja, der Schalldruck an sich ist auch viel intensiver. Ja. Das heißt, man spürt die Musik viel intensiver als bei Stereo. Ja. Das ist doch schon, was ich so jetzt aus dem Event am meisten mitgenommen habe. Ja. Dass es wirklich der ganze Körper vibriert. Und klasse, auf jeden super, Fall. Ja. Wobei du mir gesagt hattest, vorhin, wir haben uns schon mal unterhalten, dass du eher leise, glaube ich, hörst. Ja, ich höre relativ leise Musik. Ja. Bei einer hochwertigen Anlage habe ich aber auch das komplette Klangbild. Ja. Ne? Und das finde ich angenehm. War noch nie so ein groß laut Musikhörer, weil ich sehr viel Synthi-Musik höre und viele klassische Jazz-Sachen. Okay. Und die also auch leise sehr gut klingen. Ja. Ja. Also das ist, Wobei, ich habe mal einen Kumpel von mir, wie gesagt, Fagottist, das habe ich auch mal erzählt. Hm. Ich habe mal ihn gefragt, der hat mich hier besucht, hat eine CD von sich dabei und dann meine ich, Malte, setz dich bitte mal hin und jetzt mache ich mal so laut, wie dein Instrument wäre, wenn er spielt. Das ist tierisch laut, tierisch laut. Deswegen das leise Hören, das kenne ich von früher noch, ich mache das ja auch schon ein paar Jahrzehnte, wo es hieß, wenn eine Anlage leise gut klingt, klingt sie laut auch gut. Bin ich bei jedem, der das sagt, einverstanden. Aber laut mal Musik zu hören,
ist der Hammer. Ja, ja. Und wenn du mal wirklich ein bisschen Gas gibst, natürlich, wenn du arbeitest nebenbei mit deiner Frau und Wein trinkst und unterhaltet euch, dann hört man nicht laut Musik. Einverstanden. Aber das eine Mal, wo du sagst, boah, das ist so ein geiler Song, den muss ich jetzt aber nochmal machen, immer noch von vorne und es gibt mir mal Vollgas, das bringt auch Spaß. Naja, es gibt ja schon ein paar Titel, wo man sagt, das muss jetzt einfach mal laut sein. Kann ich empfehlen, Miley Cyrus, ja, live mit Metallica im Radiokonzert, gibt es bei YouTube. Sehr cool. Das ist schon mal laut machen, heftig. Sagst du. Das ist schon heftig, ja. Sehr geil, ja. Klasse. Okay, ja, vielen Dank, Hajo, dass ich hier sein durfte. Ich schaue wieder rein. Ich sagen, ganz genau. Ja, danke. Alles klar, mach's gut. Jo, tschüss. Tschüss. Christian, ja, schön, dass du da bist. Hajo, vielen Dank für die Einladung, ja, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Genau, genau. Du bist ja einer derjenigen, die ja auch selbst zu Hause ein Kino habt, das weiß ich sehr genau. Wir drehen bei dir bald einen Film. Ja, freue ich mich drauf. Eben gerade darüber unterhalten. Genau. Irgendwie schon in wenigen Wochen, glaube ich. Ganz, ne? In anderthalb Wochen ist das soweit. Also schon mal gespoilert, wird bald ein Video kommen von dem Heimkino von Christian. Aber jetzt zu dem Event hier. Wie hat es dir gefallen? Absolut beeindruckend. Ich würde sagen, ich bin immer noch leicht euphorisiert. Ja, komm. Also jeder, der gerne Musik hört, der muss das machen. Das ist faszinierend. Und das haben wir nicht eingespielt. Also das haben wir nicht vorher besprochen. Nein, dass er das um Himmels Willen. Also das ist völlig ernst gemeint. In dem Moment, wo man von Stereo auf Dolby Atmos stellt, das sind Welten. Ja. Also das kann man auch nicht in Worte fassen. Ja. Jeder, der gerne Musik hört oder Filme guckt, der muss das machen. Finde ich auch. Vor allem, wenn du Studioaufnahmen hast, dann bin ich bei jedem, der sagt, pass auf, Zweikanaltechnik, alles super, Studioaufnahme. Aber wir reden ja auch von Live-Konzerten. Wir reden ja von großen, riesigen Räumen, teilweise Open-Air-Räume. Und das kann man eigentlich nur für meinen Geschmack konservieren, indem du mit Dolby Digital, mit Dolby Atmos arbeitest. Also mit Mehrkanaltechnik arbeitest. Da ist viel auch viel. Also das viel hilft viel, heißt es ja. Genau. Und in dem Fall auf jeden Fall. Und da kannst du eben ein Konzert auch mit Zweikanal genießen, außer Frage. Kann man absolut. Aber da ist natürlich mehr Kanal und dann noch Atmos, die dritte Dimension sozusagen, ist ein anderer Schnack. Du bist plötzlich im Publikum, wenn du vorne Freddie Mercury zumindest damals mal singen hören, wo du sagst, Alter, das ist der Hammer. So muss es, so sollte es eigentlich klingen, denn so war es auch live. Und so kommt es eben auch hier rüber. Ne? Ja, toll. Hat dir also Spaß gemacht, sagst du? Jederzeit wieder. Ich kann es nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Genau. September, glaube ich, legen wir wieder los mit einem neuen Kino. Dann habe ich schon mal vorhin gespoilert und machen wir so. Aber toll, dass du da warst. Christian. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Ich freue mich. Alles klar. Dankeschön. Danke dir. Dankeschön. Ja. Und hier ist. Moin, Hajo. Toller Haarschnitt erstmal. Dann war nur die Spaß. Tour. Genau, vielen Dank. Wie war's? Erzähl mal ganz kurz. Ich fand's sehr beeindruckend. Wieder einmal. Ich war letztes Jahr ja auch schon mal hier. Genau. Ich kann es jedem empfehlen, auch jedem Musikliebhaber, das mal zu machen und sich das mal anzuhören. Ich glaube nicht, dass es den Stereo-Sound vom Markt verdrängt. Nein, es ist das eine weitere Möglichkeit. Ja, ja. Ganz und ich finde eine sehr, sehr gute Möglichkeit und gerade auch für Live-Aufnahmen, glaube ich, ist das schon Hammer. Eine Ansage, ne? Genau. Definitiv. Hatte ich eben auch schon mal gesagt, dass dieses Live eben halt, wenn du irgendwo im Konzertsaal bist, du hast einen Raum. Ja. Du hast nicht nur vorne, du hast auch hinter dir was. Du hast Reflexion, du kriegst ja eigentlich alles mit. Das ist ja ein riesiges Volumen an einem Klang. Und das kannst du mit zwei Lautsprechern gut darstellen. Definitiv richtig, richtig gut. Da gibt es tolle Lautsprecher. Aber, oder viele Lautsprecher können das, aber dieses Mehrkanalige, kann es natürlich leichter per se. Wenn du 7, 9, 11 Lautsprecher hast, die das alles darstellen, diesen Raum, ist natürlich viel, viel leichter. Ja. Aber es wird es nicht ersetzen, da bin ich völlig bei dir. Und jetzt kann ich nochmal spoilern, weil Matthias und ich haben nämlich was ganz Besonderes vor, das möchte ich jetzt schon mal sagen. Das ist schon von langer Hand geplant, aber ich habe es noch nicht umsetzen können, du hättest es schon lange geschafft. Weil nämlich der liebe Matthias, das werden wir dann zeigen, teilweise Lautsprecher selber baut. Und das würde ich euch in einem Video, das kann auch, 8 Wochen dauern, 10 Wochen dauern. Aber guckt ihr das unbedingt an, weil was Matthias macht, ist der Hammer. Weil er nämlich bestehende Lautsprecher, die es gibt, die auch organische Formen haben, wie zum Beispiel, jetzt mal, da spoilere ich nochmal, die Blade als Beispiel von Kev. Hast du nachgebaut und wir haben die ja schon zusammen hören dürfen und du warst bei uns, ich glaube, zwischen Weihnachten und Neujahr, glaube ich, war das sogar. Ja, ich glaube, es war 30. oder 31. Dezember. War sogar das, 31. Haben wir noch nichts Besseres, haben wir doch mal gesagt, das machen wir jetzt noch mal. Nee, aber es war so, du hast vollkommen recht. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, war Hammer, war ganz, ganz toll. Und da wollen wir einen Film drüber drehen, das, ihr wisst, wir machen ja ab und zu die Serie Kunden bei Fidelity und da hatte ich ihn Matthias gefragt, ob er Lust hätte, das zu machen und Matthias sofort ja gesagt, hat allerdings einen Vorschlag gebracht, da müssen wir noch drüber reden, weil der sehr, sehr komplex ist, aber das kriegen wir alles hin. Und wie gesagt, aber dir jetzt heute hier Spaß gemacht, das Event war für dich schön, genau. Und nächstes Mal, du weißt, wir bauen um, habe ich ja schon 7 Mal erwähnt in dem Video, aber wenn das denn soweit ist, hoffe ich, dich wieder begrüßen zu dürfen und dass du dir das neue Kino mal anhörst. Toll, dass du da warst. Vielleicht bin ich meine Freude mal mit. Ja, das kannst du auch machen. Alles klar, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. So ihr Lieben, das Event ist vorbei. Und ich habe hier 2 Leute im Arm, die ich nicht nur persönlich sehr schätze, sondern die auch dazu beigetragen haben, zu diesem schönen Event. Damit zu meiner Linken
Übrigens, ich bin 1,74 groß, da könnt ihr euch mal ungefähr vorstellen, wie klein die Jungs hier sind. Auf jeden Fall zu meinen Linken habe ich Marcel Pannes vom Monitor Audio. Marcel, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Vielen Dank auch, dass du hier warst heute. Das ist ja, heute ist Samstag, du hast eine Familie und sicherlich anderes zu tun, als jetzt bei Fidelity zu sein. Aber du hast gesagt, nee, das mache ich unheimlich gern und das hat uns auch wirklich sehr geholfen. Das waren tolle Gespräche, glaube ich, die du heute hattest, hoffe ich zumindest. Und das waren sie, also ich habe zumindest das nur so mitbekommen. Ja. Super Stimmung. Wie sagst du, was sagst du dazu? Ajo, ja? Sehr gerne. Ja? Das war eine tolle Idee, das war ein tolles Event, das war ein toller Samstag. Das Schönste waren eigentlich die leuchtenden Augen der Menschen, ja, die aus dem Kino gekommen sind. Bin ich auch. Die genau haben alles gesagt, was zu sagen ist. Ja. Selten guckt jemand zu mir hoch, übrigens, ganz, ganz selten. Wie ist das Gefühl? Sehr gut. Ich beneide euch, dass ihr so groß seid. Und zu meiner Rechten Martin Dombrowski. Martin ist seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren wir uns kennen, aber auch schon ewig, würde ich sagen, 15 Jahre. Ja. Und zwar in dem Fall jetzt für KEF. Martin macht noch ein bisschen mehr. Martin ist auch Hegel. Martin ist auch, was bist du eigentlich nochmal? KEF, Hegel, Arkam. Du bist vieles, ne? Auf jeden Fall auch nochmal an dich und deine Kompanie. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Das sehr war auch gerne, ganz, ganz toll, muss ich sagen. Du hast auch viele Vorführungen gehabt mit KEF nochmal direkt. Und das fand ich besonders, dass wir das Event eben nicht nur Immersives hören, dass wir eben nicht nur das eine hatten, sondern haben gesagt, nee, holen wir die Kunden doch noch ein bisschen mehr ab, dass wir sagen, wir bereiten noch zwei weitere Räume vor. Für dich hatten wir ja auch noch einen Raum vorbereitet, wo wir noch die Gold gezeigt haben. Bei dir war es nochmal super gespielt. Ja, genau. Und bei dir war es nochmal die Aktivlautsprecher. Und du hattest, glaube ich, auch mehr als eine Vorführung hier. Definitiv. Heute, ne? Also die Blade zum Beispiel mit der Vorentstimmung kommt die Frau Nägel, war fantastisch. Die LS60 direkt im Raum daneben hat gar nicht so doll irgendwie abgestunken dagegen. Also ja, ich fand, das konnte gut mithalten. Und die beiden aktiven Produkte waren eine gute Ergänzung dazu. Schön. Also hat Spaß gemacht, ja. Also uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und weil wir ja authentische Jungs sind, gehe ich jetzt mal von der Kiste runter. Komm noch mal ins Bild. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. So sieht es nämlich ehrlicherweise aus. Alles klar, ihr Lieben. Uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir hoffen, der Film motiviert euch, auch durchaus mal uns zu besuchen. Und die nächsten Events werden stattfinden, ihr werdet es mitbekommen, über YouTube oder Newsletter, wie auch immer. Instagram natürlich auch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. So, alles klar. Vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank. Ciao, tschüss. Was? Doch, doch. Als Teaser ist das ganz das gut. Wissen ja. Das wissen heute, nur wir. Heute ist er gewachsen. Das weiß keiner. Ne? Müssen aber draufhauen, ne? Und bitte nicht nach unten, Pille, du Arsch. Ist das fies.